Aufstellen der Regeln. Das Bemühen. Am besten fängt man in der Früh, nach dem Frühgebet an, sich um den Nefs zu bemühen. Man sollte seinen Nefs ins Gewissen reden und zu sich sagen, das Leben ist mein Kapital. Also, manche von euch, sind leider nicht alle, aber Alhamdulillah, auch bei ein paar Leuten klappt es. Ein Zureden. Ich kann einigen von euch was sagen, die machen sich was draus. Die denken wirklich drüber nach und man sieht mit der Zeit, sie verändern sich. Sie fangen beten an, sie sagen jawohl, Allah gibt es, Allah sieht mich. Es gibt aber manche, die kommen seit Jahren her, sie beten trotzdem nicht. Sie beten nur, wenn sie hier sind. Wenn sie daheim sind, ist denen egal. Und so, wie man einigen was sagen kann, so soll man auch mit seinem Nefs sprechen. Also wahrhaftig zu seinem Nefs sagen, mein lieber Freund, hör mal zu. Mein Leben ist mein Kapital. Mein Leben ist mein Kapital. Und ich lasse mir mein Leben von dir nicht ruinieren. Kapital in der Hinsicht gesehen, wir stehen ja später mal vor Allah Subhanallah. Das heißt, wenn ich mein Nefs freien Lauf lasse, wenn ich mein Nefs alles machen lasse, was er will, er sieht vorne eine Blondine, er rennt mit ihr. Er sieht den anderen mit einem Ball rollen, statt er zum Eltern hochgeht, rennt er den Ball hinterher. Wenn ich mein Nefs alles machen lasse, dann hat der Nefs mein Kapital, mein Leben, hat er ruiniert, weil später vor Allah habe ich versagt. Warum hast du Sina gemacht? Warum bist du vom Gebet davon gerannt? Warum hast du das und das gemacht? Deshalb muss der Nefs klar werden, mein lieber Freund, wir zwei sind hier drin zusammen. Ich lebe mit dir. Wir können uns nicht trennen. Deshalb avancieren wir uns. Ich versuche nach Möglichkeit dir zu geben, was dir zusteht. Aber du versuchst, dem Weg zu gehen, der erlaubt ist. Und deshalb gebe ich meinen Nefs Ratschläge. Ich rede richtig mit ihm. Ich sage ihm, das Leben ist mein Kapital. Ruinier mein Kapital nicht. Wie es andere Leute machen, die setzen an der Börse, informieren sie nicht richtig, dann sackt der Kurs ab und ihr Geld ist alles futschi. Dieses Kapital ist so wertvoll wie jeder Atemzug, der vergeht und nicht mehr zurückkommt. Denn jeder Atemzug wird bei Allah gezählt. Die Minuten, wo wir jetzt hier zusammensitzen, diese halbe Stunde zum Beispiel schon wieder, die können wir nicht mehr zurückholen. Die einen von hier, die wo sie jetzt auch schon wieder schick gemacht haben für das Discorium, die können die Zeit nicht mehr zurückholen. Sie sind jetzt das Discorium, sie sind jetzt dort, und die Zeit, die, wo sie dort sind, die halbe Stunde oder Stunde, haben sie schon sinnlos vertan. Sie werden heute nach Hause kommen. Sie können weinen und kreinen, was sie wollen. Allah kann ihnen das zwar vergeben, aber die Zeit können sie trotzdem nicht mehr zurückdrehen. Sie können nicht sagen, scheiße, ich möchte nicht hin, man dreht die Zeit zurück, ich möchte lieber Sorge bekommen, ich lieber beten oder Koran lesen. Ist vertan. Jeder Atemzug ist ihr Zeit und die Zeit ist vertan. Wir kommen nicht mehr mit ihr zurück. Deshalb sollte jeder Atemzug genau überlegt sein, was mache ich mit dem wertvollen Atemzug? Weil der Atemzug ist mein Leben und mein Leben ist mein Kapital. Mein Kapital muss ich später bei Allah abliefern. Allah möchte wissen, was hast du aus dem Kapital gemacht? Hast du es vermehrt? Hast du es vergrößert? Vergrößert fürs Paradies oder vergrößert fürs Jahannam, fürs Höllenfeuer? Das wird mich Allah deshalb fragen. Deshalb soll mir das bewusst sein. Wenn wir im Jenseits angekommen sind, dann gibt es dort kein Gewinn und kein Handel mehr. Im diesseitigen Leben ist die Zeit, die uns Allah gegeben hat. In diesem Leben liegt der Segen und der Kampf mit dem Netz. Wir müssen unser Netz also bewusst machen und müssen ihn klar machen. Jetzt müssen wir kämpfen. Jetzt müssen wir uns arrangieren. Wir müssen jetzt miteinander kämpfen, zueinander stehen, zueinander halten und nicht zwei verschiedene Wege gehen. Ich möchte eigentlich ins Paradies gehen, aber mein Netz ist das egal, der möchte Jannah gehen. Weil ihm macht das ja nichts aus, er denkt darüber nicht nach, er benutzt keinen Verstand. Deshalb darf ich dem Netz nicht alles überlassen. Deshalb muss ich ihn klar werden lassen, nur jetzt in diesem Leben haben wir zu kämpfen. Wenn wir tot sind, ist der Kampf vorbei. Im Jenseits gibt es keinen Kampf mehr. Im Jenseits gibt es nur noch die Abrechnung. Dann wird vorgewiesen, was ich an guten Taten habe, wird vorgewiesen, was ich an schlechten Taten habe und ich kann verfluchen, ich kann mich freuen, ich kann weinen, egal, alles hilft mir nichts mehr. Alles hilft mir nichts mehr. Deshalb muss Ihnen jetzt klar sein, dieses Leben ist sehr wichtig.
ruinier es uns nicht. Deshalb bitte ich meine Nefs, erkenne den Wert meines Kapitals, lass es mir nicht aus den Händen gleiten. Im Jenseits wird dir das Jammern und Klagen nichts mehr bringen. O Nefs, bedenke, wenn heute der Tod uns trennt, dann können wir nicht mehr um Aufschub bitten. Nicht einmal ein Tag wird uns an Zeit gewährt. Deshalb bedenke immer, das könnte unser letzter Tag sein. Wenn ich mir diese Sache zum Beispiel in der Früh stelle, wenn ich mir klar mache, ich stehe auf, ich habe meine erste Pflicht getan, mein Frühgebet gemacht und sage, Nefs, hör mal zu, heute müssen wir in den U-Bahn, müssen wir in der Schule fahren. Du weißt, da drin sind wieder viele solche, diese Mädchen, die wohl gerne aufgerissen werden möchten. Mach mir keine Probleme, lass mich anständig sein. Lass mir meinen Blick am Boden sinken, dass ich nicht verführt werde. Verführe mich nicht durch das Gekreisch und das Gejammere der Mädchen, dass ich sie anschaue, dass meine Gelüste wach werden, dass ich sie anbacke. Lass das nicht, Nefs. Denk das Kapital heute. So sollte ich mit ihnen ins Gericht gehen. Wenn mein Nefs nicht auf die Ratschläge hört, dann muss ich ihnen Strafe androhen. Mein Nefs soll bewusst werden, dass er mit meinem Kapital, also mit meinem Leben, nicht machen kann, was er will. Das muss ich ihm klar werden lassen. So, wenn ihr später mal verheiratet seid, inshallah, und Kinder habt, und dann später eure Kinder erzieht, dann müsst ihr auch eure Kinder hüten, müsst ihr eure Kinder nicht alles machen lassen, was sie wollen. Denn die Kinder denken drüber nicht nach. Die wollen einfach machen, was sie wollen. Sie verstehen noch nicht, dass unbedingt nützlich ist zwischen gut und schlecht. Sie wollen einfach auf die Straße rennen, der Ball rollt dahin. Wenn ihr eure Kinder einfach auf die Straße rennen lassen würdet, dann würde vielleicht das Kind nach dem zweiten, dritten oder vierten Mal nicht mehr zurückkommen, weil dann hat es irgendein Auto zusammengefahren. Und so wie ich auf das Kind aufpassen muss und gegebenenfalls dann strafen muss und sage, mein Kind, du kriegst heute für eine Woche keinen Ball mehr, weil du immer auf die Straße schießt und einfach auf die Straße rennst, ohne nachzuschauen, ob ein Auto kommt. Weise in der Früh deine Nefs darauf hin, dass wenn wir eine Tat tun, ob es auch richtig ist, dass wir es tun. Wenn es gut ist, dann tue sie, wenn es schlecht ist, dann lasse davon ab. Also in der Früh schon vornehmen zu sagen, in der U-Bahn zum Beispiel, wäre es zum Beispiel gut, ich steige an einer Haltestelle ein, wo noch wenig Menschen drin sind, nachher wird es voller, dass ich aufstehe, eine ältere Person meinen Platz anbiete. Das ist eine gute Tat. Aber nicht darauf warte, bis eine 6-Kalorien-Bombe daherkommt und ich die alte Oma stehen lasse, aber zu dieser Natascha sage, bitte setz dich doch, mein Platz ist für dich da. Also, dass ich ihn nicht übertreibe, dass ich mein Netz richtig erziehe, keine falschen Taten von ihm vorkommen lasse und dann mir noch sage, ich habe heute eine gute Tat getan. Ich habe die alte Oma stehen lassen, aber die 6-Kalorien-Bombe habe ich da hinsetzen lassen. Sondern, dass ich mir bewusst werde, ich mache richtige gute Taten. Taten, die bei Allah angenommen werden. Und natürlich auch deshalb jede Früh mit seinem Netz reden, weil nämlich jeder Tag bringt ja eine neue Herausforderung. Was ich gestern gesagt habe zu meinem Nefs, muss sie heute nicht wieder so sein. Mein Nefs bedarf immer die Erinnerung. Der muss immer wieder erinnert werden. Der Nefs ist nicht einer, den sagst du es einmal und dann hat er's. Was kann man euch in eurem Alter sagen, weil ihr mitdenken tut. Wenn ich jetzt meinem Sohn, meinem Ufuk da was sage, das hat er eine halbe Stunde vergessen. Und morgen erst recht. Also brauche ich nicht erwarten, wenn ich ihn jetzt so sage, mach das, der hat es kapiert, einmal und fertig, brauche ich mich wieder ermahnen. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn dann das ist, oder mein zweiter Sohn, der adoptierte Sohn, er ist zwar schon so groß und 16 Jahre bald, aber dem muss ich auch jedes Mal aufs Neue sagen. Alle Stunden muss ich ihm sagen, blöd, wie ich rummache schon wieder. Er ist auch so einer. Kann es nicht hören. Also deshalb unser Netz ist auch. Unser Netz ist wie unser Kind. Wir müssen ihn beständig darauf hinweisen, sagen.